Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires The Rise of Rome. Hallo zusammen. Ja Leute, wir pumpen gerade unsere Wirtschaft. Ich weiß nicht, eigentlich, ja, du kannst noch weiterschauen. Ich hoffe eigentlich, dass Pergamon so ein bisschen eingemauert ist und nicht rauskommt. Wahrscheinlich. Bis ich reinkommen möchte. So. Es ist gut möglich. Er ist schon sehr nah, Wir sind ja. in der Jungsteinzeit. Das Oh ist je. gut, das ist gut, das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, ich kann schon Marktplatz und Felder bauen. Das freut mich. Ja gut, stimmt. Und es das heißt auch, dass der Angriff wahrscheinlich nicht zu bald kommt. Ja. Denke ich mal. Entschuldigung. Kein Ding. So. Du Dings, du baust in dem Fall einen Marktplatz, damit wir einen haben. Irgendwo, wo er nicht stört. Du schaust dir mal den Rest der Gegend an. Es könnte gut sein, dass das Bergamon wirklich. Oder dass er nur einen Ausgang hat und nicht weiß, wo der ist. Richtig. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass der Ausgang sehr, sehr weit weg ist. Wir müssen uns doch auf einen Zweifrontenkrieg vorbereiten. Na, wir sollten ihn in einen Zweifrontenkrieg Verwickeln. verwickeln, genau. Wo ist eigentlich das Gold? Das wäre auch noch lustig. Ja? Also, wenn wir das finden würden, wäre noch irgendwie toll. Da hat es noch eine andere Seite. Und da hat es noch irgendwelche Bauern. Hallo, römisches Heer, Braun. Die suchen uns, glaube ich. Kann sein. Also ich sollte mich mal auf die Wirtschaft konzentrieren. Ja. Genau, du hast das noch nicht gebaut. Ist auch absolut okay. Es hat alles Zeit. Können wir sogar, deswegen machst du das. Und ihr. Ah. Da. Aus dem Weg. Ja, wahrscheinlich ist das Gold dort oben. Es könnte sein, stimmt, dort oben. Guck mal da oben an. Müsste eigentlich. Es muss irgendwo am Anfang Gold geben, sonst. Haben wir ein Problem? Ja, was? Axtkämpfer war schuh. Nein, nein. Schon Streit wegen. Oder Bogenschützen. Vielleicht nicht Sensenstreit wegen, aber Streit wegen auf jeden Fall. Ja. Also, genügend Nahrung. Ah, ja, das Das Problem ist erklärt's. halt einfach, die sind dann, für die Upgrades brauchen wir doch Gold. Ja, das stimmt. Die wollen doch Upgrades. Ja, so diesbezüglich. Ja, Was? eh. Ja, ist gut, ist gut. Wir machen Upgrades. Keine Angst, Prof. Keine Angst. Also das wäre doch auch mal Challenge, über die sich Zuschauer wahrscheinlich aufregen werden, weil das ewig lang geht. Aber einfach so mal in der Jungsteinzeit bleiben und den Gegner trotzdem mobben. Kannst es probieren, aber in einem Scharmützel und nicht in der Kampagne. Und nicht, vor allem nicht, also ja. Ich glaube, das muss ich dann auch gar nicht mehr groß hochladen. Mir ist das egal, ich bin für alles zu haben. So, haben wir jetzt langsam irgendwie. Ja, sehr schön. Danke. Baut mal. So, wo ist mein Gold? Ja, wo ist dein Gold? Beunruhigend nicht vorhanden gerade. Bisher gar nichts Goldiges da, ja. Komm. Ich hätte gern noch ein. Noch ein.
Naja, ich habe vorher ein Handelsschiff, nicht ein Handelsschiff, ein Fischerboot Ja, gesehen. das heißt, Da man könntest könnte du es auch so handeln, aber. machen, ja. Zur Not. Sag mal, was ist denn los? Ist wirklich nichts da? Ist sowieso recht leer gerade. Ich meine, sogar Holz ist eher nicht groß vorhanden. Du wirst angegriffen, ja. Nein, ich bin dumm. Also, er ist dumm. Er greift an. Ja. Ein Turm. Ein. Was denn, der Turm? Ja. Wenn er Arbeiter dort hätte, wäre er nicht so schlecht platziert. Nein, der Turm nicht. Wieso greift ein Speer den Turm an? Ja. Das ist einfach. Das würde ich als Speer nie machen. Das würde ich allgemein nie machen. Einfach so selber auf einen schießenden Turm gehen. Ich weiß nicht, irgendetwas sagt mir, ich würde das nicht machen. Echt? Okay. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Verwirrend. Ja, ich weiß, jeder normale Mensch, sobald er einen Turm sieht, holt er Ja. sich einfach gerade direkt irgendwo ein Schwert und rennt Richtig. drauf los, aber. Und haut auf den Turm ein mit dem Ja, aber Schwert. ich habe Genau. da. Ich habe eine Vorliebe zu Türmen, deswegen hau ich sie nicht so gern. Ah, echt cool. Muss ich mich jetzt da outen? Du bist echt ein Ja, Außenseiter. ja. Ja. Ich wollte eigentlich auch den Eiffelturm heiraten, aber irgend so eine Frau war vor mir dran. Oh, ja. Voll dreckig. Ich meine, Ist... Eiffelturm ist definitiv eine Sie. Ja, Gut, klar, ja. ja. Ja, klar, Und die dann klaut sie Eiffelturm. mir einfach. Ja. Sicher. Ja. Ja, eigentlich die Eiffelturm, es ist einfach der Turm, aber eigentlich ist es eine Sie. Ja. Die Frau Eiffel. Genau. Gut. Ist gut. Und ja, ich habe sogar schon einen Namen für unsere Kinder gehabt, aber Oh, echt? Ah. ja, das Oh war je. voll scheiße. Ja, das ist schon gut. Sie wäre nicht die richtige gewesen für dich. Natürlich nicht, ja. Nein. Wartet mal, ich hatte doch. Ja, wusste ich's doch, ja, etwas ist falsch da. Etwas stimmt nicht. Okay, also wir haben einen ganz schwachen, doch nicht ganz so schwachen braunen Gegner. Irgendwo da, auf der Seite. Okay, gut, tschüss. Und einen schwächeren gelben auf der anderen Seite. Gucken wir mal bei gelb vorbei, vielleicht hat er ja Gold. Ja, stimmt. Nein. So blöd bin ich jetzt aber auch wieder nicht. So, genau, du. Guck mal. Erstens mal machen wir das mal. Dann sind die schon gebaut. Dann hätte ich gern ein paar Updates für den Prof. Ah, jetzt haben wir Ja. nicht genügend Holz dafür. Pech. Holz für ein Holz-Upgrade. Grundsätzlich brauchen wir das für Sicherung der Grenze. Also, wir können sonst nichts mit dem Stein machen, außer Ja, Schleuderung. stimmt. Das ist true. True Story, ja. Dann hätte ich gern noch was. Ah, obwohl, nein. Du guckst zuerst mal unten nach, ob Gelb auch so viele Türme hat. Oho. Du hast auch Steine. Hast du Goldbergamon? Sag mal, hast du Das Gold? wäre auch mal noch interessant. Niemand hat Gold. Ja. Man könnte mit dem Szenario-Editor eine Karte machen, was kein Gold hat. Nur Holz und sonst nichts. Und Das wäre vielleicht ein echt paar Büsche am interessant, ja. Anfang. Mal schauen, was die KI macht. Das wäre echt doch interessant. Da ist sonst der Hafen. Ja, aber den Hafen lassen wir in Ruhe für den Fall. Genau. Beziehungsweise, ich glaube, wir bauen jetzt mal schnell ein und gucken, ob da hinten noch irgendetwas ist. Jo. Könnte ja sein. Oh, okay. Ja, ich sehe es ein. Ich sehe es ein, da ist ein Bogenschütz. Du hast es trotzdem gut gemacht. Du hast einen gekriegt.
Puh, Das du ist hast alles. viele Bogenschützen. Ja, Okay. gut. Überzeugendes Argument. Ich gehe ja schon. Er hat aber bisher auch nichts wirklich Beeindruckendes. Ja, Ist der gut, ist liebe auch. Der Bogenschützen. sollte schwächer sein als wir. Ja. So, das wollte ich. Baust du bitte schneller die Häuser oder so? So, gut. Ja, ich weiß, ich habe da noch zwei Büsche, die könnte man auch noch abbauen. Ja, die zwei Büsche. Gut, Hafen. Mach mal. Ja. Fischerei betreiben wir auch selten. Aber wir haben auch immer verdammt viel Nahrung gegen Ende. Ja, Naja, am stimmt schon. Anfang ist es so ein bisschen, aber nachher ist. Ja, ich meine, das Okay. Gute an den Fisch, an der Fischerei wäre halt, dass sich die Fischerboote nur Holz kosten. Darum wäre Anstatt es Nahrung, ja. am Anfang vielleicht eine gute Oh, no, no, Ergänzung no, auch. no, 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 Oh, no, no, ui, no, 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 uiuiui. no, 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 Also wir haben da so zwei Typen, die extra dafür gedacht sind, aber. Aber wenn er nicht schießt, Ja. Dann lasse muss es ich ja das nicht sein. auch. Ja, Ja. genau. Wir warten kurz, bis wir auch was Schießendes haben. Kommt mal so an die. Ey, lasst mal. Wie, also, sie wollen unbedingt auf den. Ja, alles klar. Nein, sie wollen nicht unbedingt nur auf den. Das ist schade. Okay. Ja, ist schon gut. Er Ja. hat sicher eine, nee, er hat einen tiefgründigen Plan dahinter. Wer verwirrt mich, ja? Eben, es ist schon gut. So. Ich meine, gut, dann halt. Das kriegt ihr nie hin. Die Schleuder wären schon ein bisschen extreme Counter, wenn sie das schaffen würden. Nein, natürlich schaffen sie das nicht, aber unsere Häuser werden angepöbelt. Na gut, wenn er nicht schießt, ist auch gut. Ja gut, ja dann. Funktioniert das schon besser. Zu zweit, zu. Nein, jetzt hat er Mist. was. Jetzt Da kontert er kommen sie. uns. Gut, du hast theoretisch ja genügend Nahrung, ne? Für? Axtkämpfer. Ja. Und Bogenschützen. Wenn jemand. Ah, guck mal, er kommt mal Er schnell hat rüber. auch nur Axtkämpfer und Bogenschützen. Das stimmt. Ja, und da geht es gerade auf die Häuser los, das ist ja auch egal. Ja, du hättest früher, ja. Ja, aber wieso baust du jetzt da unten den Turm, wenn er dich da oben angreift? Wegen der Gut. Verstärkung? Okay. Boot. Komm mal rüber. Die Häuser bauen wir dann anderswo. Okay. Wie du meinst? Wie du meinst? Ja, willst du sie? Ja, ich glaube, ein Turm ist schon sinnvoller als. Oder willst du Axtkämpfer jetzt? Direkt, als Also erstes. ich hätte da jetzt gekontert mit etwas Mobilem. Aber probier's. Haben wir da was? Wir haben echt kein Gold, was soll das? Nö, gar nix. Also mit etwas Mobilem. Dann halt. Ei! Braun kommt auch. Ja. Ja, aber eben auch nur mit Quatsch, also. Natürlich, wenn der Turm fertig wäre, dann wäre die Sache schon erledigt. Genau, das ist eben das Problem. Baut den Turm! Ist mir egal, ob du einen Pfeil in die Fresse kriegst. Bau den Turm. Bau den Turm. Fertig. Alles andere ist eh blöd. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es. Eine zweite Kaserne. Oder Bogenschießanlage geht auch.
haben wir das gerade sehr aufs Dach gekriegt, das gefällt mir nicht. Jo, haben wir. Aber du hättest dich an sich hättest dich gut verteidigen können, weil du hattest zu viel Nahrung. Mit genügender. Ja, wäre das gegangen, jetzt hätte funktioniert. Und wer weiß, vielleicht reißt ja der Tor, je nachdem wie er sich benimmt. Ja. So, mach das mal. Na eben, jetzt haben wir keine Ressourcen mehr, Papa. Hä? Ja, genau. Ja, will das so, schon. So sehe ich aus, oder? Du hättest da ja immer noch. Ah, oh, du hast gar keinen. Nicht mehr genügend Holz für eine Lagergrube. Tja. Ja, er hat die ordentlich eine reingepfeffert. Ungünstig. Ja, warte mal noch. Wir haben ja so viel. Einfach. Falls wieder mal was Gelbes kommt. Aber was willst du den Bauern jagen? Ja, mach das. Hm, gut. Ach, schade. Ja, du hast keine Ballistik, richtig. Hat er... Hä? Der hat schon... Was? Was? Der hat schon zweier... Ah nein, zweier Rüstung jetzt. Jetzt dachte ich gerade, der hat schon zwei Schutz auf gegen Bögen. So, hallo? Nein, nein. Ah! Du hast ja schon einiges. Ja, genau. Ups. Die Bogenschützen hast du auch noch? Ich glaube, ich habe vergessen, dass ich Truppen habe. Ja, zugegeben. Das war blöd. Yep. Dann wärst du den ab und dann greifst du gleich zurück an. Während du die Wirtschaft wieder aufbaust. Ach schon? Also gerade direkt gegen Angriff? Ich würde schon. Meine Gelb hat ja nichts. Du kannst dich immer noch wieder zurückziehen, weißt du? Mhm. Gut. Also Gelb, hä? Ja, der wenn ist er näher. Nichts mehr hat, ich glaube er hat nichts mehr, ja, er dann nicht erstmal. Genau, richtig. Los. Weil er hat jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr. Und die Wirtschaft wieder ankurbeln. Ja, habe ich doch schon. Ich habe bestellt. Schon. Gut. Ich bin schon dran. Und ich sichere die Grenze. Ja. Gut. Ganz episch. Was passiert denn dort unten? Irgendwas bewegt sich, aber ich glaube, es ist nichts, was dir gefährlich wird. Das ist genau. Ein Schiffchen. Ah ja, genau. Du solltest ja weiterhin nach Gold suchen. Nix da. Einfach den Hafen am Leben lassen, dann ist das Problem gelöst. Ja. Stimmt, aber ihr könnt ja die Fischerboote wegfitzen. Das ist auch schon egal. Aber siehst du, jetzt hast du eben den Vorteil. Den Vorteil? Jetzt hast du die Armee und er hat keine mehr. Ja, das stimmt. Also Wirtschaft ankurbeln, los. Genau. Immer mal wieder auf der Minikarte überprüfen, ob auch nichts passiert. Theoretisch sollte ich es auch hören. Ach, gut. Ah, perfekt. Genau, ja, die wollen wir jagen. Und jetzt würde ich dir vorschlagen, dass du mal an diesen Kornspeichern vorbeigehst, weil da macht er nichts mehr mit denen im Moment. Ja, den unten könntest du dir überlegen, weil dort hast du noch Büsche daneben. Aber. Ach nee. Okay. Eventuell musst du mit den Axtkämpfern zurück, also dass die Bogenschützen in die Reichweite kommen. Ei! Das ist natürlich jetzt blöd. Sag mal. Ja, das ist jetzt blöd. Was? Du bist aber auch schön geschützt, du Gelb, hä?
kurz die neuen Arbeiter zur Arbeit schicken. Müsste eigentlich rasch gehen. Ja. Holz? Ach, so ein Holz, ja, genau. Wir brauchen jetzt ganz viel Holz. Und wieder zu den Soldaten zurück. Sitzt da? Nein! War gar nicht schlecht. Immerhin, Versuch. Ja, der Turm ist ein Problem, das sehe ich. Da müsstest du entweder vorbeilaufen oder... Ja. Okay. Alles klar. Also da haben wir nichts gefunden. Kommst du da dran vorbei? Da auf dem schmalen Weg? Aber du hast den Hafen isoliert, das ist gut. Ja. Gut, der hatte keine Flotte, jetzt wahrscheinlich auch sonst mit ihm handeln können, aber man weiß ja nie. Stimmt. Jetzt, da du es sagst. Du brauchst im Moment so eigentlich gar nicht unbedingt so viel Gold, oder? Das stimmt. Nicht nötig. Gut, dann. Du kommst sogar rüber, sehr schön. Nein, wir haben effektiv kein Gold hier. Cool. Tatsächlich nicht. Gut. Cool, das heißt, nächstes Zeitalter und Katapulte. Ja. Fair enough. Yep, also wenn das mit dem Hafen jetzt funktioniert, bist du der Einzige, der Gold hat. Also es sei denn, der andere hat weiter hinten noch, aber... Ja. Bisher hat ja auch niemand von den Goldtruppen eingesetzt, ergo... Yep. Hast du vielleicht eine gute Chance? Stimmt. Nein, du leist das. Na, ah, Holz. Wie sieht's mit dem nächsten Zeitalter aus? Konton. Viel Nahrung und noch ein paar brauchen wir noch Gebäude, ich glaube nicht, nur Nahrung. Ja, gut. Okay. Auch noch Holzen. Ja. 800 Nahrung. Gut, nur Nahrung, sehr gut. Vielleicht noch zwei mehr Leute, die Nahrung auch holen. Oder ein Fischerboot. Ja, können wir noch dazu nehmen. Nein, lass das mal. Du kannst eigentlich ganz langsam und... Ah, ihr habt auch nichts. Oh Gott. Aber wir haben ja Stein. Warte mal. Wo wäre es jetzt sinnvoll, noch einen Turm hinzuklatschen? Wäre es jetzt sinnvoll, noch irgendwo einen Turm hinzuklatschen? Vielleicht da, hä? Ja, würde ich auch sagen. Weil er da definitiv noch kommt. Da ist er auch schon. Das waren Bogenschützen. Okay. Mensch. Eigentlich wollte ich speichern, denn die Folge ist schon wieder vorbei. Schon seit ein paar Minuten, aber es wird hier geschossen. Er greift das Haus dort an. Okay. Auch gut. Schön. Ist es schlau, den dort zu platzieren? Weil er hat ja Bogenschützen, aber. Er hat ja Bogenschützen. Und? Dann decken die sich die Türme nicht gleich gegenseitig, oder? Ja, aber seine Bogenschützen interessieren sich gar nicht für unsere Türme. Okay. Aber offensichtlich für unsere Bauern. Wie dreckig aber auch. Wer hätte das gedacht? Nein! Trottel! Doch nicht den Typen, der dich auch töten kann. Ja.
Nein. Bringt die Nahrung nach Hause zuerst. Und dann baut den Turm fertig. Aber so Steine hat es ja auch nicht wirklich. Nein, es hat gar nichts wirklich, außer Holz. Und halt Nahrung. Hm. Aber das reicht ja. Wir sollten eigentlich bald mal in das nächste Zeit... Ach Gott, lass mich doch in Ruhe. Mit Schiffen? Hm. Ginge auch. Aber ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch eine total dumme Idee, weißt du? Ich weiß es auch nicht besser, also und irgendetwas muss ich ja machen. Sonst wäre das nie was. Hm. Okay, aber Braun verhält sich ruhig. Ja? Er hat einfach nur einmal angegriffen und dann naja, klar, lass ihn schon wieder gehen. Egal. Ja. Was machst du genau, wenn du ein eigenes Feld hast? Ha? Hm. Perfekt, da. Das ist dann eh genug Nahrung für den Aufstieg. Ja, das sehe ich gerade. Sobald der Typ da... Ja, ja, ja. Speichern. Meine Speichere zweimal. Speichere zweimal. Meinst du? Zur Sicherheit. Okay. Ja, Leute. Falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht, wir haben ja jetzt da... Ja, nicht ganz elegant und nicht ganz effizient, aber immerhin zwei Angriffe abgewehrt und sind schon fast auf dem Weg in die Bronzezeit. Sprich, wir könnten vielleicht bald mal die gelben Römer etwas härter annehmen. Und ja, Leute, falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Bis dann.